Falls ihr das für YouTube aufnehmt, mache ich jetzt schon mal das Hallo. Hallo YouTube, wir spielen jetzt gerade ein Spiel. Das wurde von der Sarah empfohlen, meiner Mod. Vielen Dank nochmal dafür. Auf jeden Fall hat sie uns ein sehr cooles Spiel empfohlen. Es ist mit den, es ist, die Bewertungen davon sind auf jeden Fall sehr gut auf Steam. Es ist von den Machern von Sarah is Missing. Das hatte ich nämlich voll großzügig überlesen. Von Sarah is Missing und Simulacra ist wieder so eine Art Spiel, wieder mit dem Handy. Es ist Doctor Who. Und es ist mit diesen beschissenen Engeln, von denen ich so viel Angst habe. So, das ist so die Info und wir können es auf Deutsch spielen. Ich bin gespannt. Zur Verbesserung von Spieleerlebnissen verwerten wir Geräte und Gameplay-Informationen. Wir können Informationen um sie außerhalb der Spiele auf Plattformen von Drittanbietern wie Facebook-Werbung. Nein, da muss ich leider sagen, da mache ich jetzt aber ablehnen. Ich habe mit Facebook wirklich nichts mehr so zu tun. Es gibt die Pandoria-Seite noch, ne? Aber ansonsten habe ich damit nicht. Dann mache ich mal hier ab. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. So. Bup. Wow! Okay. Okay, ja, die Videoqualität. Oh Mann, das würde ich mir jetzt gleich aber dann am liebsten nochmal angucken. Das ging ja gar nicht. Kann ich mir mal das Intro angucken? Ja. Es ist wahrscheinlich zu laut, ne? Auch für euch. Ist das so okay? Ist das so okay? Ich hätte kein Problem, das Spiel jetzt einfach nochmal zu starten. Habe ich gar kein Problem mit. Das Intro war schon sehr geil jetzt gerade. Besser, ja? Soll noch ein bisschen leiser oder ist es wirklich so okay? Ja, passt. Okay. Okay, Gesamtlautstärke. Das müsste ja eigentlich. Untertitel auf jeden Fall an. Textgeschwindigkeit normal, Sprache Deutsch. Okay, dann machen wir einfach nochmal. Ich habe kein Problem mit. Dann machen wir jetzt schön nochmal. So. Kommt gleich, kommt gleich. Besser. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Intro gibt. Lizenziert durch BBC. Boah, die haben echt eine fette Lizenz, haben sie aber bekommen, ne? Ich mach die Kamera nochmal weg, weil es wird wahrscheinlich noch eine Art Intro kommen. Ich guck mal ganz kurz, die Einstellung hat er übernommen. Es ist trotzdem sehr laut. Scheiße. Wir können gleich aber im Spiel können wir das nochmal ändern, ne? So. Also, neues Spiel. Oh. Bitte gib dein Muster ein, um das Telefon zu entsperren. Okay, das ist, ich weiß nicht, was macht man denn da? Ich mache einfach einen Strich nach unten, keine Ahnung. Hä? Achso, ich muss ich das erst rausfinden, oder was? Okay. Warte mal, aber hier ist doch noch gar nichts. Was ist denn jetzt hier? Ich... Versage ich jetzt schon? Warte mal. Ein W? Das könnte es sogar sein. Nein, das war's nicht! Ich lasse mir mal den Spiel auch vom Chat helfen. Also, natürlich nicht direkt alles spoilern und so, aber hm. Soll, glaube ich, so sein. Ich glaube, es soll so sein. Remote,
Okay, Gerät wird neu geschaltet. Okay, im Chat stand auch, es soll so sein. Petronella aus, gut. Oh mein, ich kenne die ganzen Charaktere nicht mehr, falls es jetzt eine ist. Ich weiß es nicht mehr. Annehmen. Lawrence, at last. Oh, the way you've been avoiding my calls, anyone would think I was your mother. This isn't your mother, by the way. Well, unless there's been a horrendous mix-up with the time fracture. But I think you're not Lawrence, which means Lawrence is still missing. Okay, I've not got long, so just listen. I've a funny feeling an old friend of mine made sure this phone fell into your hands, which means you're the right person for the job. The job being, find Lawrence. I can't stress how important that is. Think yellow highlighter and circled in red several times. Yes, that important. Right, my friends call me Petronella. You can call me Osgood. I'm an investigator, looking into the odd, the unexplained, anything on Earth or even beyond. And I've only just realized what a massive remit that is. No wonder I need your help. You and me are going to sift through clues, codes, and face some terrifying enemies. Sound like fun? Look, gotta go. But I'll be in touch, because you and me, we've got a game. Okay. Oh. Die schaut aber schnell. Danke, dass Sie meinen Anruf entgegennehmen. Jetzt werde ich Ihnen sagen, worum es hier geht. Dieses Telefon gehört einem Mann namens Lawrence, der wiederum im Zusammenhang mit einer Person von besonderem Interesse steht. Das Problem ist, Lawrence scheint verschwunden zu sein. Verblüffend. Wie kann ich helfen? Können Sie es nicht selbst untersuchen? Ich will Ihnen wirklich nicht helfen. Okay, verblüffend. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich muss Lawrence finden. Nee, echt? Okay. Sie können mir also helfen, indem Sie für mich durch sein Telefon gehen. Vielleicht finden Sie darin Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Wo soll ich beginnen? Warte mal, ich habe vielleicht etwas Nützliches für dich. Ich habe ein Scanner-Kit auf dem Telefon installiert. Mit seiner Hilfe können wir potenzielle Hinweise erkennen. Falls es funktioniert. Fingers crossed. Am besten unterziehen wir das Kit mal einen Testlauf. Du bist ja ein echtes Technik-Ass. Bist du sicher, dass das Ding stabil ist oder großartig? Wie soll ich vorgehen? Beginnen wir damit, uns von Lawrence ein Bild zu machen. Irgendwo in seinem Telefon können wir sicherlich eines finden. Wieso brauchst du sein Bild? Offenbar hat er den Zugriff auf einige Daten des Telefons durch Gesichtserkennung gesperrt. Wenn wir sein Gesicht stehlen können, kriegen wir auch diese Daten. Okay, das mit dem Gesicht klang jetzt gruseliger als geplant. Sorry. Du kannst sein Telefon verwanzen, aber du kommst nicht an sein Bild ran? Du kannst die Gesichtserkennung nicht hacken? Was, wenn ich keins finden kann? Wir machen mal das Erste. Könntest du bitte einfach das Foto besorgen, bitte? Ein paar Instruktionen wären noch hilfreich. Wenn du irgendwas Interessantes findest, etwa dieses Bild hier, färbt sich die Scan-Taste gelb. Tippe darauf, um den Scanner zu aktivieren. Drücke dann mit deinem Finger auf den Bildschirm und ziehe ihn herum, um alle Daten zu erfassen, bis die Fortschrittsleiste voll ist. Wenn du ein seltsames Geräusch hörst, machst du es richtig. Dann erhältst du einen Hinweis. Ach ja, und schick mir... Was ist los mit mir? Und schick mir bitte alle Hinweise, die du finden kannst. Übrigens, ich habe auch noch einen Handy-Tracker ergänzt, falls du mal feststeckst oder nicht weiter weißt. Und darauf zugreifen zu können, musst du bloß im Startbildschirm auf das Symbol in der linken oberen Ecke tippen. Also der erste Hinweis, den du finden musst, ist das Foto von Lawrence. So. So, das ist jetzt hier das hier. Suche das Foto von Lawrence. Wer ist Osgood? Du solltest mit ihr reden und es herausfinden. Das haben wir doch gerade gemacht. Okay, Galerie. Fotos. Gefunden! Okay. Ja, das... ich will mal wieder nach London, ey. Gut. Mhm. Ja, war im Hotel. Gut. War eine gute Zeit. Oh, ich hab voll Bock auf Salat. Oh. Das hier ist ja schon mal mysteriös hier, ne? Da, ja. Okay. Mädchen am Teich, ja. Enten. Oh, wieder dieses Mädchen. Das rennt von den Enten weg. Mhm. Mein Magen knurrt gerade so hart. Mhm, Zug. Das ist wohl Lawrence, ja. Oh, sind das Frikandeln da drin?
Oh, Putzi. Oh Mann. Okay, der Mann mag seine Füße. Ich habe so Hunger. Das Wasser ist einfach immer nicht so schön hier. Warte mal eben. Bitte irgendwie Food nur so. Menno geht nicht weg. So. Ach, da haben wir ihn ja. Achso, festhalten. Achso. Okay, Hinweis gefunden. Foto von Lawrence. Ein Foto von Lawrence, dem eigentlichen Inhaber des Telefons in deinem Besitz. Okay, warte. Guck mal weiter. Festival. Achso, das war's. Okay, hier kann ich also wieder anfangen. Ich denke, ich habe das Bild. Gute Arbeit. Kannst du mir das Foto schicken, nachdem du es gescannt hast, bitte? Hier, bitteschön. Ich lade das hoch. Männlich und ungefähr in Lawrence Alter. Das muss er sein. Oh. Browser wird hier wiederhergestellt. Ui. Nachrichten werden wiederhergestellt. Wir hacken uns hier voll ins Handy ein. Anrufe werden wiederhergestellt. Gut. Hab's. Hier sind eindeutig noch mehr Daten, aber sie sind beschädigt oder sowas ähnliches. Seltsam. Seltsam? Was ist seltsam? Daten werden ständig beschädigt. Aber normalerweise geschieht es nach einem Muster. Es gibt einen logischen Grund. Du weißt schon, so wie eben, wenn man USB-Stick eben beschädigt und wenn man ihn in flüssiges Zeiton fällen lässt, während man gefährliche Zeitreiseexperimente durchführt. Ach so, ja, das kenne ich, ja. Das habe ich noch nie gemacht. Verblüffend, ja. Verblüffend steht hier zu hören. Verblüffend. Sehr verblüffend. Keine Sorge, dir bleibt noch genug Zeit. Die Daten sind nicht nur beschädigt, sie sind auch deplatziert. Wie ein Puzzle. Hurra. Aber mit falschen zusammengesetzten Teilen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Können wir weitermachen, auch wenn die Daten beschädigt sind? Okay, was sollen wir jetzt tun? Hör auf, ich will kein Schiebepuzzle. Sieh dir mal die neuen Dateien an, ja? Versuche mehr über Lawrence herauszufinden. Etwa, was er in letzter Zeit so gemacht hat. Und vielleicht verrät es uns ja, wohin er verschwunden ist. Du, was weißt du schon über Lawrence? Nicht viel. Männlich um die 40, hat in einem Laden für alte Bücher und seltene DVDs gearbeitet. Den besitzt er jetzt. Aha. Er betreibt offenbar auch einen Filmclub. Und wieso suchst du noch gleich nach ihm? Nun, das, was ich über Lawrence weiß, sagt mir, dass er mich vielleicht zu jemandem führen könnte, den ich gesucht habe. Jemand Bedeutsames. Bleiben wir konzentriert. Durchsuche das gesamte Telefon. Wenn du irgendwas Interessantes findest, dann scanne es und ich werde es mir ansehen. Viel Glück. Dann gehen wir doch erstmal in die Nachrichten. Sina Sparrow. Nein, Sadie Sparrow. Okay, Mo, wo bist du? Du lässt uns schon wieder im Stich, Larry. Wer ist jetzt wer? Was? Das ist der Cowboy-Hut, ich erkenn's. Dabei steht unsere Kampagne doch schon seit Wochen still. Ich weiß, sorry. Aber ich habe viel Arbeit und muss mich um ein paar andere Dinge kümmern. Könnt ihr nicht einfach ohne mich weitermachen? Nur dieses eine Mal. Was? Du bist unser einziger Heiler. Außerdem ist Tom ein verdammter Penner. Das wäre das totale Chaos. Wir sollten ihn aus der Gruppe werfen, wenn er so weitermacht. Es geht wohl um ein Online-Spiel. Siehst du, und deshalb brauchen wir unseren Priester. Es geht wohl um ein Online-Spiel. Was ist denn heute los? Mit seiner grenzenlosen Weisheit. Ah, machen wir doch einfach eine Session nach Death's Party. Geht das wirklich für dich in Ordnung mit der Planung und so, nachdem du so beschäftigt bist? Positiv. Ich werde alles wieder gut machen. Wenn du darauf bestehst, okay. Sag mir, wenn du Hilfe brauchst. Ja, alles klar, Mo. Wir sind Law, aber Lawrence ist dann der Nachname. Heißen wir dann Larry Lawrence? Oder wie jetzt?
Psst, hast du alles für Dessas Geburtstag, Dessas, ich weiß nicht, wie es geschrieben wird, Dessas, Geburtstagsfest vorbereitet? Ja, das Zeug sollte bis zum Wochenende geliefert werden. Spitze, Kumpel, du bist der beste Beweis, kannst kaum erwarten. Hoffentlich jedenfalls. Bei Henrik weiß man es ja nie so genau. Okay. Larry ist kurz für Lawrence. Oder so. Oh mein Gott. Wirklich? Das wusste ich nicht. Dann heißt es genau Lawrence. Oh mein Gott. Okay. Gut. Komm, ihr wusstet das im Chat auch alle nicht. Ich auch nicht. Oh Gott sei Dank. Was ist das für eine komische Abkürzung? Ich meine, das passt doch null. Ich mach's trotzdem nochmal kurz. Hinweis gefunden. Beschädigter Chat. Ein beschädigtes Datenfragment aus einer Konversation mit Mo über die Überraschungsparty. Ja, bald wieder geht der AIP. Aber jetzt erstmal Dr. Who. Wird gespeichert. Aber ich kann es halt nicht entziffern. Jetzt sagt er aber trotzdem wieder, ich soll... Achso, hier. Bevor ich das mache, ne? Ich mag dieses hin und her geworfen, das mag ich nicht. Bevor ich das mache, würde ich gerne so den Rest weiterlesen. Warte mal, wie viele Kisten hast du bestellt? Wir kriegen ein ganzes Fass. Ja, er hasst Überraschungen. Aber wenn er das Fass sieht, wird er das ganz sicher vergessen. Habe ich schon erwähnt, dass du der Beste bist? Bloß jeden einzelnen Tag. Lol, diese Bescheidenheit. Hab gerade deine Einkaufsliste gesehen, Kumpel. Disco-Kugel, du bist einfach legendär. Ich weiß, ich bin der Beste. Hey, Kumpel, bald ist Partytag. Soll ich dir dann vielleicht helfen, das Zeug ranzukarren? Ich würde dann wohl mit dem Fass beginnen. Larry? Lass mich nicht so hängen, Mann. Larry, was ist los? Ich wollte Dessa, bloß zum Geburtstag eine kleine Freude machen. Geschieht mir wohl recht, dass ich mich auf dich verlassen habe. Oh my god, I'm so sorry, man. I just got back and Dazza told me about Nats. You must be like crazy worried. But she's gonna turn up. You probably thought I was well out of order with my texts about the party. But obviously, I'll take care of all that. You need to focus on finding Nats. And hey, I'm here for you, Loz. Whatever you need. Even if it's just to talk. Don't be one of those dinosaurs who thinks talking about problems a mugs game. It helps, man. I should know. Listen, I'm gonna give you another bell later, okay? And we'll find her, yeah? You and her, you're gonna be together forever. Alright, later. Okay, also, wir haben wohl eine Freundin, die Nets heißt und die ist verschwunden. Gut. Kumpel, tut mir leid wegen allem nochmal. Ich bin für dich da, das weißt du, oder? Ruf mich an, wenn du irgendwen brauchen solltest. Auch wenn du einfach nur ein Happen essen oder auf andere Gedanken kommen willst. Ich bin im Nu bei dir. Bist du in Ordnung? Ich wollte bloß nachfragen. Bin vorhin bei dir gewesen, aber du warst nicht da. Gut zu wissen, dass du wenigstens nicht zu Hause bist. Ich habe dir ein wenig Eintopf dagelassen, neben deinem Briefkasten. Meine Mom hat ihn gekocht. Bitte pass auf dich auf. Larry, Kumpel, ich weiß, das sind harte Zeiten. Aber bitte schweig mich nicht ständig an, okay? Ich mache mir echt nur Sorgen, Mann. Wenn du nicht mit mir reden willst, dann ruf wenigstens Dessa, Hamish oder sonst wem an. Ehrlich, du sollst wissen, dass du für dich da sind. Larry, bitte sprich mit mir. Niemand hat dich seit Tagen gesehen. Wo bist du? Ich würde gerne die anderen Nachrichten eigentlich auch schon mal lesen. Einfach nur, ich würde das gerne alles nach und nach abhaken. Ne, nicht jetzt mit dem Beweis dazu rennen, sonst komme ich irgendwie durcheinander. Hey Sally, hoffentlich erwische ich dich noch rechtzeitig von deinem Flug. Ich wollte dir bloß viel Glück wünschen. Du wirst großartige Dinge in Amerika tun, da bin ich mir sicher. Die Welt ist noch nicht bereit für Sally Sparrow. Wir haben alles im Griff, das verspreche ich. Aber vergiss uns nicht, wenn du dein großes, aufregendes Leben erstmal ins Rollen gekommen ist, ja? Ach Larry, jetzt sei doch nicht so dramatisch. Warum? Ich ziehe doch bloß auf die andere Seite des großen Teichs. Das ist nicht das Ende der Welt. Aber danke, Larry. Ich weiß, dass ich London und den Laden in fähige Hände übergebe. Ich würde nie an einen Nightingale zweifeln. Ich verspreche, ich werde euch hier stolz machen. Und oh, das ist schön kurz. Und sobald ich es geschafft habe, bekommt ihr Fußvolk eine Postkarte von mir. Ach, hör auf. Gut, okay.
Henrix, Ihr Paket mit der Bestellnummer 574320 wurde zugestellt. Dies ist eine automatische Nachricht, bla 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 bla. Okay. Und Kathi. Alles Gute zum Geburtstag, Kathi. Es fühlt sich seltsam an, das mal wieder zu sagen. Ich vermisse dich, Kathi. Du fehlst mir so sehr. Es passiert gerade wirklich vieles, was alte Erinnerungen zutage fördert. Aha! So ein Schwein! Nein. Ich wünschte, wir hätten uns öfter gesprochen. Vor allem, nachdem Mom und Dad gestorben sind. Oh, okay, ist deine Schwester. Kein Schwein. Ich hätte nicht bloß nur dann anrufen sollen, wenn ich einen Platz zum Schlafen gebraucht hätte. Ich weiß, Entschuldigung, mein Chat ist heute, wir hatten heute eine Aufnahme schon hinter uns. Das ist alles sehr lustig heute. Ich weiß, ich kann es nicht ändern, aber ich will bloß wieder dein doofer Bruder sein. Du warst verblüffend. Du warst immer die intelligentere von uns beiden und ich würde alles geben, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, um dich wieder zu haben. Hallo? Kathi? Nein, tut mir leid, ich bin nicht deine Schwester. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber naja, es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Mein Name ist Graham. Ich bin der aktuelle Inhaber dieser Nummer. Oh Gott, ich muss mich entschuldigen, Graham. Ich hätte wissen müssen, dass der Provider ihre Nummer inzwischen wieder vergeben hat. Ich werde aufhören. Alles gut. Tut mir wirklich leid, was dir passiert ist, Kumpel. Danke, Graham, das weiß ich zu schätzen. Hör mal, du kannst mir ruhig weiter diese Nachrichten schicken, wenn du möchtest. Ich werde sie nicht lesen, versprochen. Das ist wirklich sehr großzügig von dir, aber schon gut. Ich hätte diese Dinge vielleicht sagen sollen, als ich noch die Gelegenheit dazu hatte. Ich verstehe. Ist aber voll lieb, ne? Das Angebot steht, falls du mal deine Meinung ändern solltest. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Kein Problem. Ich hoffe doch, du hast trotzdem einen schönen Tag. Und sorry nochmal, weil ich dich unterbrochen habe. Okay. Das war die letzte SMS, ne? Gut, was ist eigentlich hiermit? Okay. Hinweis hochladen, beschädigter Chat. Ich kenne die Charaktere gar nicht mehr. Das ist so scheiße. Das ist nicht gerade sehr ermutigend. Es ist vielleicht nicht so düster, wie du denkst. Das Objekt, das du gescannt hast, danke übrigens, dass du das getan hast, es passt nicht wirklich zu den anderen Daten, die wir bisher gefunden haben. Das heißt, wir können es nicht dazu verwenden, um weitere Daten zu finden. Es könnte trotzdem nützlich sein. Du hast recht. Ich bin davon überzeugt, dass es irgendeine Bedeutung hat. Es hilft uns vielleicht nicht bei der Datenrettung, aber es ist immerhin ein Hinweis, dem man nachgehen könnte. Mach weiter. Ich werde dir Bescheid sagen, falls ich etwas Interessantes finde. E-Mails. So, hier unten ist immer der Chat, deswegen gucke ich immer dahin. Der Titel ist Damn You Nightingale. Scheren Sie sich zum Teufel, Nightingale. Geschätzter Mr. Nightingale. Ich hoffe, ich spreche es übrigens richtig aus. Ich schreibe Ihnen bezüglich der aktuellen Sanierungsarbeiten an mein Anwesen. Ich kann kaum verstehen, dass Bauarbeiten für die unmittelbare Umgebung nicht immer angenehm sind und möchte mich auf diesem Weg entschuldigen. Gleichwohl möchte ich Sie bitten, mich in Zukunft nicht weiter zu belästigen. Was ich auf meinen Grund und Boden tue, ist allein meine Privatsache und ich habe das ausdrückliche Recht, jedwede Arbeit in mein Haus durchzuführen. Sollten Sie meiner Bitte nicht Folge leisten, werde ich die Sache meinem Anwalt übergeben. Hochachtungsvoll, Edward Flint. PS. Ich sollte hinzufügen, dass ich Ihre kindische Einschüchterungstaktiken nicht gutheiße. Ich glaube kein einziges Wort der befremdlichen Märchen, die Sie über meinen Besitz verbreiten. Ich sehe Sie als das an, was Sie sind. Mieser Mumpitz. Mr. Nightingale, mieser Mumpitz. Oh, ich kann nicht hier hochgehen. Okay, hier ist die nochmal eine Benachrichtigung, dass 28 Punkte, dass wir ein Paket bekommen haben. 15. Februar. Lieber L. Nightingale 76. Danke, dass Sie bei Henriks Warenhaus. Heißt der Nightingale mit Nachnamen? Danke, dass Sie bei Henriks Warenhaus eingekauft haben. Bla bla bla. Bestellt. Summer ist hier. Schön. Oh. 5, 7, 4, 3, 2, 0. Ja, gut, dann machen wir. Ja. Das Bestelldatum und den Status. Okay, es ist angekommen. Bestelldatum
Stelldatum? 13. Februar. Oh. Okay, Entschuldigung. Meine Schuld. Okay, aktuell 2021. Zugestellt. Übermitteln. Englisches Datum, aber ist englisches Datum nicht das gleiche wie bei uns? Hm. Ah, das hätte mich jetzt gewundert, weil ich weiß, das amerikanische Datum ja anders ist, aber das englische müsste das so sein wie bei uns. Genau, der 13. Monat, also. Svea ist genauso verpeilt wie ich. Genauso verpeilt wie ich. Nur dass ich diesmal nicht die Verpeilte bin. So. Okay, wir wohnen in der 71 in okay, warte mal. 71 Timber Street. Wir heißen Lawrence. Nightingale? Ist das richtig? Nightingale. Latexballons. Red River. Ja, Moment, ich sehe es. Lager Bierfass. Da haben wir eins von eine Disco-Kugel, eine Geburtstagsgelande in Goldrosa. Luftschlangenparty. Luftschlangenspray. Okay, Hinweis an, falls ich nicht zu Hause bin, bitte die Lieferung in mein Auto legen. Es ist nicht abgeschlossen. Okay, sehr gut. Partyzubehör, okay, alles klar. Haben wir gemacht. Ah. Lawrence? Soll ich hier aufgehen? Oder soll ich mal durchlaufen? Lawrence, ich verstehe dich nicht. Die beiden sind gegangen. Ah, ich liebe diese Spiele. Ich liebe diese Spiele. Ich habe Angst gehabt bei Doctor Who, dass wir sowas nicht haben. Aber ich habe natürlich ein bisschen Angst vor dem, was... Ja, ihr wisst schon. Okay. Gut. Amy. Hallo Schatz an Amy. Liebe Mrs. Lennox, danke für Ihre E-Mail. Erlauben Sie mir kurz, Ereignisse des unfreundlichen Tages, an dem Sie unseren Laden aufgesucht haben, nochmal Revue passieren zu lassen. Sie haben einen Hühnersalat mit Parmesan bestellt. Als wir Ihnen das Gericht servieren wollten, erkundigten sich, ob es Fleisch enthalten würde. Was naturgemäß mit einem Ja beantwortet wurde. Dies entfachte in ihnen einen wilden Zorn und sie gaben uns zu verstehen, dass sie kein Fleisch essen. Ein Hühnersalat? Mit Parmesan. Amy Karen? Obwohl es für uns nicht ersichtlich war, wie sie das Wort Hühnersalat auf unserer Speisekarte falsch interpretieren konnten, bot ihnen unser Personal aus freien Stücken eine kostenlose Ersatzmahlzeit an. Ihre Reaktion bestand darin, Teller und Besteck zu Boden zu werfen. Was eine Hure. An diesem Punkt blieb unserem Personal nichts anderes übrig, als sie aus unseren Geschäftsräumlichkeiten zu geleiten. Des Weiteren handelt es sich bei dieser dreisten, unhöflichen Frau um meine Verlobte. Sie sollten dankbar sein, dass wir uns entschlossen haben, keine rechtlichen Schritte gegen sie einzuleiten. Wir bitten sie, von weiteren Besuchen in unserem Haus abzusehen. Meine Mutter nannte sie schon immer eine verrückte alte Schachtel. Und sie hatte recht. Beste Grüße, Lawrence. Hallo, Schatz. Hä? Lieber Lawrence, ich bin Amy Lennox. Erinnerst du dich noch an mich? Ich war früher eine Freundin deiner Mutter. Wie geht es dir, mein Lieber? Ich habe dich nicht mehr gesehen, seit du ein kleiner Junge warst. Es schmerzt mich, dir das zu schreiben, aber mir ist gestern in deinem Betrieb etwas höchst Unzufriedenstellendes widerfahren. Achso, das ist die E-Mail, die sie ihm geschrieben hat.
was ich dir unbedingt mitteilen wollte. Ich war zur Mittagszeit in deinem Café und man brachte mir die Bestellung völlig durcheinander. Nun, normalerweise gehöre ich ja nicht zu diesen Leuten, die deswegen einen Wirbel machen, doch die junge Dame des Servicepersonals reagierte höchst dreist und unhöflich, als ich mich deshalb beschweren wollte. Ich verstehe, dass es heutzutage nicht einfach ist, gutes Personal zu finden. Doch du musst deine Leute wirklich genau im Auge behalten, mein Lieber. Reich ihnen einen Finger und sie wollen die ganze Hand, sage ich immer. Wenn deine Eltern noch da wären, hätten sie dir bestimmt diesen Rat ebenfalls mitgegeben. Aber Tante Amy hilft nur allzu gerne weiter. Ich wünsche dir alles Gute, Amy Lennox. Was für eine tolle, liebe Frau. So, das können wir noch nicht lesen. Gut, dann wollen wir mal. Partyzubehör. Sieht aus, als hätte Lawrence Zeug für eine Party eingekauft, darunter auch eine Disco-Kugel. Groovy. Ja, ja. Denkst du, sein Auto steht immer noch an dieser Adresse? Möglich? Das ist ja verblüffend. Ich will gar nicht wissen, was Luftschlangenspray und Bierfässer dort in der Zwischenzeit für eine Sauerei verursacht haben. Okay, 71 Timber Street, dort wohnt er, schätze ich mal. Vielleicht sollten wir da mal vorbeischauen. Nur um sicher zu gehen, dass er nicht die ganze Zeit da herumgegangen ist. Okay. Okay. Scanne Moos Sprachnachricht und schicke sie Oscode. Ah, scanne Flints E-Mail und schicke... Sprachnachricht von ihm scannen. Okay, das... Okay. Entschuldigung. Muss Entschuldigung. Mo entschuldigt sich für seinen Ausbruch. Hä, so schlimm war das jetzt auch nicht. Warte. Scanne Flints E-Mail und schicke sie aus. Gut. Flint. Okay, das habe ich gerade übersehen tatsächlich. Also, Moos, Entschuldigung erstmal, bitteschön. Das erklärt die Lieferung von Henrik. Ja, ja. Das gefällt mir nicht. Klingt, als wäre etwas Schlimmes vorgefallen. Ich schätze, Ned hat wohl Lawrence für Lawrence irgendeine Bedeutung. So viel davon, dass er alles für sie liegen und stehen lassen würde. Erzählen wir ihr das nicht, was wir gerade für den Anruf bekommen haben, für den Gruseligen? Er könnte vielleicht losgezogen sein, um sie zu suchen. Moment. Entschuldigung. Vielleicht, das wäre eine angemessene Reaktion, wenn jemand vermisst wird, der einem wichtig ist. Aber würdest du nach dieser Person suchen und dabei selbst den Kontakt zur Außenwelt abbrechen? Irgendwas an dieser Sache scheint mir doch seltsam. Aber das bedeutet, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Ich weiß nicht, ob es Horror ist. Da müssen wir nochmal auf Steam gucken. Klingt mir wie ein typischer Nachbarschaftsstreit. Befremdliche Märchen. Was hat Lawrence über Flints Anwesen für Gerüchte verbreitet? Offenbar hat Mr. Nightingale Schwierigkeiten gemacht. Allerdings, aber wieso? Lawrence muss einen Grund dafür gehabt haben. Diese E-Mail hier klingt zumindest recht ernst. Er könnte es auch einfach unterhaltsam gefunden haben, den Mann zu terrorisieren. Denkst du, Flint könnte Lawrence geschadet haben? Mumpitz! Das ist makaber. Meinst du etwa, Lawrence könnte ermordet worden sein? Das würde unser Ding hier jedenfalls verkürzen. Aber nein, ich denke, er ist sehr wohl noch am Leben. Es ist nicht unüblich, Probleme mit seinen Nachbarn zu haben. Aber eine solche Eskalation, da muss doch mehr dahinter stecken. Nun, wir wissen jetzt ein wenig mehr über unseren Freund Lawrence. Was hältst du von der ganzen Sache? Vielleicht hat er einfach das Stadtleben satt. Du meinst, er hat sich einfach verzogen? Wenn man sich sein bisheriges Leben so ansieht, scheint er mir nicht der Typ zu sein, der einfach so etwas tut. Er scheint ein ganz normaler Mensch zu sein. Abgesehen davon,
dass es so etwas wie einen ganz normalen Menschen nämlich tatsächlich nicht gibt. Also, was fällt uns an Lawrence auf? Er plante... Achso, es gab einen Vorfall mit einer Frau, die ihm nahestand, will ich besser. Ja, ich bin mir sicher, dass diese vermisste Person sehr bedeutsam ist. Lohnt sich jedenfalls, sich das anzusehen. Denkst du, dass ihr etwas zugestoßen ist? Nun, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Reden wir nicht über die Schwester auch? Nur über die Ned? Ich habe auch gemerkt, dass Lawrence nicht versucht hat, sein Telefon wiederzufinden. Das kommt mir doch etwas seltsam vor. Woher weißt du das? Ich habe es 54 Mal überprüft und er hat sein Telefon wieder angerufen. Weder angerufen, noch hat er ihm eine Nachricht geschickt. Doch, er hat gerade angerufen. Und er hat keine der typischen Telefonwiederfindenhandlungen vorgenommen, die man normalerweise erwarten würde. Aber er hat versucht, sein Telefon anzurufen. Was? Wie ist es denn meinen Sensoren entgangen? Egal, was hat er gesagt? Wo ist er? Ich weiß nicht, das Rauschen war zu stark. Osgood, ich glaube, sein Telefon hat sich selbst angerufen. Seltsame blinkende Bilder erschienen da drauf. War wohl kein normaler Anruf, oder? Ich werde mal sehen, was ich tun kann, falls er tatsächlich versucht, durchzukommen. Vielleicht war die Verbindung so schlecht, was auch immer es ist, es muss ernst gewesen zu sein. Ernst gewesen sein. Vielleicht hat es mit deiner Person von besonderem Interesse zu tun. Ob wir wohl einen Doktor hier auch treffen werden? Das ist möglich. Weißt du, ich hatte nicht erwartet, dass irgendwas dabei herauskommt, wenn wir auf Lawrence Telefon herumtippen. Aber ich habe erfahren, dass meine gesuchte Person einige recht seltsame Filmaufnahmen hinterlassen hat. Ich konnte sie zu einem Laden in der Nähe zurückverfolgen, in dem man seltene DVDs kaufen kann. Lawrence war nur einer der Angestellten des Ladens, die ich angezapft habe. Was für eine Art Aufnahmen denn? Es kam mir vor wie eine zerstückelte Leiche. Nee, Nachrichten. Etwas darüber, dass es einen töten könnte, wenn man blinzelt. Oh Gott, nein. Aber wie dem auch sei, gute Theorie. Aber ich glaube, es steckt mehr hinter all dem. Wir sollten herausfinden, ob Lawrence letzte Woche noch irgendwas anderes Ungewöhnliches passiert ist. Oh Gott, ich gehe weg, ey. Ich gehe einfach weg. Kann das Spiel auf meine Kamera zugreifen? Gut, wo soll ich beginnen? Lass mich hier weg. Ich habe die von dir gescannten Daten verwendet, um weitere Daten herzustellen. Vielleicht finden wir da noch mehr Hinweise. Scanne sie, dann sehen wir... Oh, mehr Chat mit Mo. Chat mit Sally. Chat mit Natascha, Nate. Netz. Chat mit Mr. Flint. E-Mail. E-Mail. Galerie wird wiederhergestellt.